von dieser Jack United-Geschichte mal weg, bist du ja auch anderweitig musikalisch unterwegs. Nämlich mit deiner, ja, super Compilation-Album. Ich habe heute alles mitgebracht. Ich habe ja, ich sag Deepest, ja, Your Love. Oh ja, das ist ein sensationelles Wortspiel, oder? Absolut. How deep is your love? The first cut is the deepest. Achso, ja. Ja. Möchtest du dazu... Ja. Du möchtest das? Ich, kann mir dir, ich möchte dir diese CD, die ich hier auch nochmal in diese Kamera halte, jetzt käuflich zu erwerben, auch unter info@deepest.de, und dir möchte ich dir jetzt einfach schenken, denn auf dieser CD sind die 15 besten Lieder, stimmt das überhaupt, was ich sage? Ja, die 15 besten Lieder aus 7 Jahren Solo, Kabarett, Comedy, Unsinn, Gedönse, verewigt. Also, und alle Lieder sind mit meinem Produzenten Michael C. Kent produziert. Ja, der ist auch ein guter. Da sind so wunderbare Lieder drauf wie Sexy Bauch, Nacktes Fleisch. Das könnte dir vielleicht gefallen. Die schenke ich dir. Okay. Dankeschön. Ich bin auf das Ding. Ja, gerne, komm. Ja. Ist das nicht schön? Sehr ja. Schön. Danke. Ein Traum. Ein Traum. Ja, aber eigentlich wollte ich ja da. Die Überschrift sehr schön. Ja. Ist auch sehr, sehr schön gestaltet, ja. Vom Burgnebel-Design. Jawohl. Also, wenn wir jetzt schon einmal dabei sind, wollen wir sie ja auch mal abfrühstücken. Genau. Das ist so ein reiner Werbeblock für Krefeld. Ja, wie wir ja eigentlich auch eine reine Werbesendung für Krefeld sind. Ja, und das finde ich sensationell. Wie lange macht ihr das jetzt schon eigentlich? Ich kann mich kaum erinnern, wir sind im 6. Jahr. Im 6. Jahr? Ja. Wahnsinn. Verrückt, ne? Wahnsinn. Und wie lange ist das hier, als ich das letzte Mal, oder das erste Mal hier war? Du warst schon zweimal da, nämlich das erste und das letzte Mal. Dann musst du schon das sein. Ich muss die Zeit nutzen. Wir dürfen nicht auf die Ehrenliste der Wiederholungstiefe setzen. Ja, ja, das stimmt. Und das ist aber schon in der Tat 3 Jahre her. Wow, du warst hier schon mal verrückt. Sehr gut. Kurioserweise ist mir aber auch erst im Nachhinein aufgefallen, damals saßt du auf der anderen Seite, das aber noch nicht so schlimm, aber Duplizität der Ereignisse, damals warst du mit einem Star-Friseur hier und heute bist du mit einer Star-Friseurin hier. Nein. Ja. Friseurmeister. Ja, und... ja, es war eigentlich gar nicht so geplant, weil das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber hat sich so ergeben, wie das so gehen kann. Ja, guck. Ja. So, jetzt ist meine Redezeit oder beziehungsweise meine. Nö, nein. Jetzt sagst du uns noch mal ein bisschen was über deine Theatergeschichte erzählen. Was machst du beim Impro-Theater und was ist das für die Leute, die vielleicht gar keine Ahnung haben? Das ist. Wir machen beim Cash-Theater, ich weiß nicht, ob die Menschen, ist ja immer auch wieder überraschend, man erzählt manchmal von Dingen, wo man selber denkt, das muss doch jeder kennen. Cash ist das Kinder- und Jugendtheater auf der Würchhoffstraße in der Fabrik Heder, und da gibt es die Truppe Freispiel 38 UNL. So, Freispiel. Und Freispiel 38 UNL ist ja auch vollkommen klar. 38 über normalen Null, also Krefeld liegt 38 Meter über dem Meeresspiegel, so. Und deswegen 38 Meter. Das hängt also nicht am Alter. Nein. Das hätte ich mir jetzt vorstellen. Nein. Ja. Nein. Doch. Okay. So, aber. Sie haben mich im letzten Jahr gefragt, beziehungsweise Helmut Wenderoth, ob ich nicht bei Hotel Südwall mitmachen möchte. Und Hotel Südwall ist ein Format von Freispiel. 38 UNN bzw. vom Crash-Theater, und wir spielen Geschichten auf Zuruf vom Publikum. Also die Leute können uns, also die Zuschauer, die uns besuchen, können Begriffe auf die Bühne werfen, und wir müssen daraus ad hoc, spontan, müssen wir Geschichten entwickeln. Das ist Improvisationstheater. Ja, ja. Das, und das kann man auch lernen, auch im Crash-Theater. Und ich habe das damals in den 90ern, war das quasi meine Schauspielschule. Wenn du so willst. Mhm. Dieses Improvisationsjahr. Jetzt
kennt man das ja so von verschiedenen Veranstaltungen, wenn man dann das Publikum fragt, haben Sie noch eine Frage oder irgendwas oder sagt doch mal was Lustiges, dann ist eigentlich mehr so betretene Stille. Kommt da ein anderes Publikum zum Impro-Theater, die halt auch schon sich im Plan zurechtgelegt haben, wie die euch am besten hinter Sicht führen können, um es freundlich, familientauglich zu sagen, oder? Das gibt's auch. Also wir haben dann auch noch ein zweites Format nach Hotel Südwall ausprobiert. Das war ein Freispiel à la carte. Und da sind wir in der Kulisse aufgetreten und da konnte man quasi, wie man das vom Tischzauberer kennt, Improvisationstheater an den Tisch bestellen. Und da gab es tatsächlich schon Menschen, die haben sich zu Hause Notizen gemacht. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, genau. haben wir es aus dem Hut gezaubert, aber in der Regel sind die Zuschauer, die zu uns hinkommen, die sind, also ich habe das noch nicht erlebt, dass die da einen Zettel rausgeholt haben. Das habe ich jetzt, wie gesagt, einmal bei Freispiel à la carte habe ich das miterlebt. Aber es kann auch sein, dass man sich da was vorbereitet, ein lustiges Genre oder sowas, was verrückt ist. Aber nö, die Zuschauer, die wissen schon, was sie erwartet. Und wenn wir die freundlich fragen, das stellt sich auch mal, man muss sich auch geschickt anstellen, wie man fragt, damit man auch keine dusselige Antwort bekommt. Aber das funktioniert eigentlich in der Regel ganz gut. Wie fragt man denn geschickt, damit man keine dusselige Antwort bekommt? Konkret. Konkret. Also ich brauche von dir ein Verb. Nein, ich würde dich zum Beispiel, wenn du jetzt im Publikum säßest, würde ich dich konkret ansprechen und fragen, nenn mir doch mal ein schönes Erlebnis aus der letzten Woche. Aus der letzten Woche? Ja. Oh, das ist bösartig. Weil wieso? Die letzte Woche war einfach so gespickt mit schönen Erlebnissen, da kann ich kein besonderes heraus. Danke, Enger. Und daraus machen wir jetzt eine lustige Improvisationsszene. So würde das dann abgehen. Aha. Oder ablaufen. Okay. Und dann haben wir ein Team mit mehreren Spielern und da kann eigentlich nichts passieren, weil ich habe unglaublich großartige Kollegen und Kolleginnen. Wir fangen uns ja gegenseitig auf und die Grundregel beim Improvisieren ist Ja zum Angebot der anderen sagen. Also blockieren wie ein Nein, das geht dann gar nicht. Ja zum Angebot des anderen. Ja. Schau mal, der Himmel ist blau. Und dann ist blöd, wenn der Mitspieler sagt, der dann in dem Fall ein Gegenspieler will, nö, der Himmel ist doch gar nicht blau, der Himmel ist doch grau. Das ist dann so ein bisschen kontraproduktiv. Aha. Ein bisschen Türmchen bauen. Und das kann man nicht mit Widerspruch? Nein. Das trainieren wir uns ab mit dem Boot. Dass wir Ja sagen zum Gegenüber und den anderen auch wirklich wahrnehmen und auch zuhören. Ist denn Impro-Theater leichter dann als auswendig gelernten Text oder ist das schwieriger, weil man halt ja eben sich an keinen fertigen Text entlang trägt? Also wenn es läuft, bist du ja, es gibt ja so einen schönen neuen Begriff, der heißt authentisch sein, der geistert bei uns jetzt im Moment in der Comedy-Szene rum, alle müssen so unglaublich authentisch sein und ich habe eigentlich nur im Impro-Theater den wirklich authentischen Volker an mir selber erlebt, weil wenn ich auf die Comedy-Bühne gehe, spiele ich eigentlich in der Regel eine Rolle, bin hochfokussiert darauf, dass jede Pointe sitzt und jede Bewegung sitzt, auch wenn das manchmal nicht so rüberkommt. Aber da passieren mir Sachen im Impro, da kann ich ja nichts für. Ich gehe halt den Impulsen nach, sage ja und dann kann es sein, dass ich mich als kleiner, dicker Wal über den Theaterboden wälze und komische Geräusche von mir gebe und mich danach frage, was hast du denn da wieder gemacht? Gibt es da Beweisaufnahmen? Das Beweismaterial hält das Theater unter Verschluss. Geschickterweise. Geschickterweise, ja.